Ja, hi, willkommen, mein Name ist Dani Rollpio und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge sind wir ein bisschen durch die Städte gereist und haben mit vielen Leuten geredet und das werden wir in diesem Part auch machen. Yay, nein, Quatsch. Wir werden ein bisschen Abwechslung hier reinbringen, weil sonst, ja, wird das ein bisschen nervig hier. Wie man sieht, kleidermäßig hat sich hier was getan. Ich habe, Bams, hier, mein Gott, Mode, die stets zu Diensten DLCs mal ausgerüstet. Oben habe ich jetzt mal aufspringen gemacht, damit das jetzt nicht hier so eine Ewigkeit dauert, ne? Kollegen sehen ja alle richtig gut aus, finde ich. Obwohl ich die Schulklamotten ein bisschen besser finde, muss ich sagen. Und damit haben alle. Und Velvet sieht sehr gut aus, deswegen steuern wir sie. Und wir müssen noch einige Leute hier abquasseln. Und ja, ich möchte mal ganz kurz was gucken. Und zwar, wo sind wir so stehen geblieben, als wir das gemacht haben? Ich sollte vielleicht mal bei Grinding nachgucken, was hier, was sich getan hat. Ich habe zwei Titel nur, glaube ich, bekommen mit Magie-Duo. Und zwar einmal Schwachpunkt, Schwachstellenjägerin. Also 500 Schwachpunkte hier getroffen war, glaube ich, ne? Ja, 500 Schwachpunkte Kondos. Und Verschwenderin, das habe ich bekommen, nachdem ich die ganze Zeit, ich glaube, Melonengummis gekauft und verkauft habe. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob was für einen Betrag ich da bekommen habe, aber ich glaube, so ab 2 Millionen galt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 2,8 Millionen galt oder so, glaube ich. Oh, nee, warte mal, wie war das hier? Wo steht denn das hier? Boah. Ja. Da aber ausgegebenes Geld, da stand da irgendwie 2,8 Millionen zu den Zeitungen, als ich den Titel nachgeguckt habe. Und ja, ich nehme an, 2 Millionen Geld ausgeben oder so, war das irgendwie, aber ich weiß nicht. So, den Namenlevel habe ich auf 13 erhöht, da habe ich einen Preisnachlass und einen namenlosen Talisman bekommen. Den hat irgendjemand gerade ausgerüstet. Na. Ja, Love Set. Bei Kampf beginnt für 7 Sekunden Unverwundbarkeit, ja. Ein paar Sachen habe ich hier noch zu leveln, also ja, gucken wir mal. So, hier haben wir schon alles abgesprochen, ne? Weil deswegen muss ich mal da unten mit denen reden. Ah, zur Insel des Terrors. Nein, da will ich nicht hin. Guck mal, sollen wir jetzt hinter uns bringen? Ich habe diese Klamotten ja angezogen. Weil stehen zu Diensten, ja, wir kümmern uns um die Probleme von anderen Leuten. Da kommt jetzt ja nicht mehr so viel. Los, machen wir halt noch ganz schnell. Für ein Part, weiß es natürlich sehr, sehr interessant für die Zuschauer, aber was soll's? Oh, ne, Normenpuppe. Oh, wir haben wenigstens etwas noch erreicht. Was kriege ich dafür? Ja, noch mehr Preisrabatt. Brief von Edna. Treffen wir Edna? Kann man nicht mehr. Wir müssen sofort dahin, oder? Nein. Okay, sehr gut. Wir müssen nicht sofort dahin. Halleluja. Land der Katzen. Ja, jetzt kann ich das. Ja, sind wir aber gerade dabei. Also komm, machen wir das jetzt noch ganz schnell. Jetzt ein paar Dinger. Dann war es endlich. Ey, ich will ja eigentlich so nebensächliche Sachen machen, aber dann kommt direkt so weit. Okay. Ich.
Boah, Eisen. Jawohl. Stand-up-Comedy mit Eisen. Ja. Ich werde einen Tunnel bauen. Oh Gott. Jawohl. Eisen, Eisen, Eisen. Hi, Dama. Yukaina Kombi. Toko, Shinigami Yaroja, yo. Magin. Sehr gut, ich wusste, es wird awesome. わざわざのお運び、ありがとうございます。落語の登場人物と申しますと、ハッツァン、クマさん、大家さん、それから横丁のご隠居に、バカの与太郎なんてことを申しまして。町長い、何を語り出しておる。いや、とりあえずはクリアン。枕で客の感触を探るのは基本中の基本だろう。いやいや、現代の笑いはスピードが命じゃ。 神はほどほどに喋くりで一気に回すんじゃよ。意義あり。古典を忘れた笑いには未来もない。そういう硬いのが古いんじゃよな。笑いはもっと進化せねばいかんのじゃ。ニューウェイブ気取り。おいこら、今下打ちしたの。いいや。完全に下じゃろ。コンビのリーダーはわしじゃぞ。 Dieser Gesichtsausdruck ist zum ersten Mal gesehen. Das wird der Thumbnail. Netta war so, wie bitte? Na, sind wir fertig mit der Quest, ne? Keine mit Bienenfuhr? Schade. わしとビエフとのコンビでマジルーに挑むことにする。はいでふ。準備はできてるでふよ。勝負ネタはお箱の猫エンペラーでふか。それとも鉄板ネタの機械人のギャグ。そう、アウトマークなんか。やっぱアウトマークが来る。ここは破壊力重視じゃ。いづちの雷様で行くということは、山場の雷を連続で落とす下りは。うむ。客の反応に合わせてアドリブで重ねられるだけ重ねる。 抜かるなよ。了解でふ。掴みの得意にご当地ネタも調べておきまふ。頼むぞよ。あうんの呼吸だな。最初からビエンフでよかったんじゃない。つまりこれがマギルーが用意していたオチということか。とにかく gruselig, wie die beiden irgendwie sich so verstehen. Ich muss immer gucken, ob ich mich danach noch irgendwie bewegen kann oder so. Habe ich schon gegen dich gespielt. Ja. Es geht. Da ist was Schönes. Bitte erzähl uns mehr davon. Feuer überall. そんな事故。インチキな見せ物で荒稼ぎしてた一味だったから、因果応報なんだろうけどよ。誰も助からなかったのですか。いや、一人だけ遺体が見つからなかったはずじゃ。その通り。連中が見せ物にしてた女の子はな、ひどい虐待を受けて働かされてたらしいから、無事に逃げたならいいんだが。謎の式神に助けられて生き残った。なんて噂も。噂の quest。 けど現場は深い山奥だ。実際は獣に食われちまったんだろうさ。Wildness? Ach, da im Wald oder was?
い頃の事件だってのに。マギル、あなたは何歳なんですか？何歳？白菜もしくはチンゲン菜じゃよ。今のギャグで同世代じゃないことはよくわかりました。Das nicht ein bisschen offensichtlich? War von Anfang an irgendwie nicht. Okay, nicht von Anfang an, aber irgendwann gab es so Andeutungen. Oh, Flüssigkeit. Was geht? Oh. Oh. この国で一番大きな金を吊るそうと考えているんだよ。山から吹き下ろす風に金の音が乗って遠くまで聞こえたら素敵だと思わないかい？うん、すごくいいと思う。石材はどう調達するのですか？近くの山で取れる石材は密度が高くてきめ細やかで石造りの建物にあったりする。Was ist das für eine Frage, Elena? 私は畑でラディッシュベルを栽培してるんだけど。農業を始めるために、あたりの地質を勉強する。Bitte erzähl mir mehr davon。知識もあるし、考え方も丁寧で論理的だから、いろいろ相談に乗ってもらって助かってるんだよ。Der Typ spielt Klavier mit diesen Was? Oder ist das Ding jetzt?私はそういうひらめきはあまりないから。Wie heißen die Dinger nochmal? Nee, sind die aber nicht, ne? Muss zu Holzschwerter gemacht werden. Den Namen jetzt vergessen.Bambus, mein Gott. そうなんだ。キンキンせず、心が休まるような音色はどんなものなのか。Keine Ahnung, was die da reden. 遠くで聞いた人も優しい気持ちになれる。そんな鐘の音色になるといいですね。So, dann hat hier ein bisschen länger gedauert, als ich geplant hätte. Hey, alter Mann, erzähl mir deine Geschichte. Bitte erzähl mir davon.麦の浸水に漬け込むと毒が消えて良い味です。これ、このようにマムシ浸水みたいだな。まさにマムシ浸水から発想したんだがね。その浸水はもう飲ませてもらえるのか。また50年も待つなんて言わないでくれよ。こっちはまだ仕込み始めたばかりでね。ひと夏待ってもらわなくてはならない。私の直感では4年寝かせると飲み頃なんだがね。じゃあ次の秋に飲みに来るから俺たちの分を確保しておいてくれよな。いや、2人分じゃ足りん。船の仲間たちの分も確保したい。追加でどれくらい仕込める？すでに仕込んだ大樽が3つ。頑張ってもあと7つ仕込めるかどうかだな。なら7つ仕込んで5つを分けてくれ。金は7つ分払う。え、残りの2つは4年後に引き取りに来るってことだよな。引き取るのは1つだ。もう1つは町の名物として売り出せばいい。ありがとう。必ずうまい浸水にしてみせる。Warum bekommen wir so viel? Also wir gehen vor die Stadt oder was? So, boom, jetzt alles erledigt, weiter.Talisin, da wird ja wohl nicht so viel sein, ne? Obwohl Talisin doch, das ist nicht Velvets Heimatstadt, ne? So, hi, was geht? Können wir euch irgendwie helfen? Wir sind gerade passend angezogen. Und da wollen wir sowieso gleich hin.今度の彼女の命日に報告してこようと思ってるんです。やっと決心したのね、結婚。はい。ニコのことを忘れることはできません。私がもっと早く決断してこの町に呼んでいたら、あんな事件に巻き込まれずに済んだのに、そう思わない日はありません。でも私は前を向いていきたい。それでいいのよ、先生。亡くなった人のために。生きてる人が人生を諦めるようなことになったらダメ。ライラは今から大きいの用意するわね。ニコちゃんにその思いが届くようにおめでとう。ありがとうございます。どうしてライラックの花束なの？ライラックの花言葉は大切な思い出。そっか。あの人の気持ちがニコに届くといいね。そうね。きっと届くわ。Okay.Ja, wahrscheinlich. Ah, ich sehe schon, wohin das führt.
Der Obstsalat ist gar nicht hier. Aber mit einer Katze darf ich hier noch nicht reden, weil hier ist ja irgendwie, hier kommt ja irgendwie zu, weiß nicht. Ich nehme an, zur Katzcorner. In überraschend vielen Spielen in letzter Zeit aufgetaucht. Was ist das denn, jeden Spiel? Und ich weiß es nur nicht. お、勝ち。ここは部屋も十分あるし、家族が増えても大丈夫よ。その分頑張って働かないとだけどな。そんなに気負わないで、みんなで力を合わせて頑張りましょう。ザビーダ兄ちゃんを手伝ってくれるよ。そうだぜ。困った時は助け合う。それがザビーダの領域ってもんだぜ。 Wo ist der überhaupt gerade? Wieso, wir sind alle passend angezogen. Okay, wissen wir, dass hier irgendwas noch ist. Lassen wir das mal. Ich meine, das letzte ist hier von Katzcorner. Gut, dann würde ich aber sagen, wir machen da irgendwie was anderes. Wir müssen da irgendwie so einen Dämon besiegen, glaube ich, in Dingens. Warte mal, habe ich den Schwierigkeitsgrad wieder hochgestellt? Den tue ich mal beim Trainieren runterstellen, damit es schneller geht. Ich nehme an, da ist eine Katze irgendwo, ne? Aber nicht.世界は最下の研修って悪いやつに。いや、ほら、いきなりそんなこと尋ねちゃダメでしょ。すみません、このこったら。別にいいわよ。私の弟も好奇心旺盛で、いつもみんなに質問してたから。あ、そちらの、え、僕は弟じゃ。だから世界は滅ぼされちゃうの。もしそうだとしたら、僕は滅ぼされたくない。 お姉ちゃんのミートボール大好きだし、海賊になって世界を冒険したいから。それであんたはどうするの？サイカの剣士をやっつける。僕がお姉ちゃんを守るんだ。コメントビーブロー。強くなりなさい。サイカの剣士はとても強いから。ゴーマやドラゴンよりも強いわよ。それでも戦える？戦える。じゃあいいことを教えてあげる。 強くなりたかったらまずあなたの羅針盤を手に入れなさい。羅針盤船に使うやつ。それで強くなれるの？ええ。羅針盤を手に入れてすっごく強くなって世界中を旅してる男の子。私は知ってる。わかった。僕も羅針盤で強くなるよ。オッケー。 Das Leben von diesen Jungen total umgekrempelt. So, gucken wir mal. Wo muss ich? Wie komme ich denn jetzt nochmal dahin? Das ist eine gute Frage. Wie komme ich nochmal dahin? Blatt vom Wellenbaum. Der Wallwald. Wie komme ich dahin? Ja, wir können das hier noch machen. Machen wir das hier noch. Wir haben nicht viel erreicht, also lassen wir halt jetzt mal. Machen wir erstmal hier die Managerie fertig. Boom. Was geht? わしとビエフのコンビ、いたかまぼこに恐れをなして逃げたかい？いや、マジルが師匠と大喧嘩をしてな。家でしちまったんだそうだ。いや、マイスデーモン、リメイリングですね。あいつが練習を休みたいなどと言うからだ。そういうこともあるでしょ。遊びたい年頃なんだし。とんでもない。一日練習を休んだら元に戻すのに3日もかかるんだぞ。だとしても、 理由ぐらい聞いてあげても。 聞くだけは聞いた。 ザマル衝動とやらに行きたいと言っておったが、
Natürlich geht sie in irgendeine Grotte. Savanne ist eine Grotte in irgendeiner Weise was Gutes, ey. Boah, die ist in so eine Grotte gegangen, ne? Warum bin ich jetzt auf einmal hier? Da, wo ist denn das jetzt? Boah. Sag mal, Gott, wie komme ich da hin? Wie kann ich nicht irgendwie... Alter. Sag mal, Gott, wo ist das? Wo ist das? Logres? Ja, nicht, ne? Ebene von Aldina. Ach nee, eben nicht. Boah. Die Karte beginnt unten. Na, warte mal, das ist Magellos Quest, also komm. Magiru. Katzenmädchen Maid. Ja, ich bin Level 65, habe ich das schon gesagt. Hat sich, glaube ich, auch geändert, ne? Level 62 oder 63 im letzten Part, also geh weg. Ich denke mal, das reicht so ja vom Level, ne? Weil bei ist man irgendwie so mit Level 65 oder so bedient im letzten Kampf. Und wird das schon irgendwie gehen, ne? Da. Oder ist das so weit weg, ey? Oh. Hier ist so ein Teleporting. Wo komme ich da hin? Na gut. Komme ich zu Steinbergen, ne? Ja. Zeit gespart. Aus irgendeinem Grund wird die Musik hier immer ein bisschen leise. Ich verstehe das nicht. Ist das so sein? Muss ich hier irgendwie was sehen oder so? Weil sich der Berg irgendwie ein riesiges Monster, so wie in Final Fantasy 15. Seelen, ich muss noch Seelen einsammeln. Aha. War ich überhaupt schon mal da drin in diese Grotte? Das ist mal eine gute Frage, ne? Ich glaube nämlich nicht. Okay. Ne, anscheinend nicht. Boah. Was ist denn hier los? Ich hätte jetzt gedacht, in der Grotte sind Monster. Ja, da ist schon ein Boss und dann ist fertig. Okay. Fetthexe. Level 80. Wart. Eisen. Erde ist an. Wie es gegen Erde anfällig. Ja, noch einfach Mystic Art. Eben immer steht zu Diensten. Klamotten, das hat fast gar nichts abgezogen. Keine Magie ein, okay. Dann fühle ich jetzt ganz schön stark, habe ich so ein Gefühl. Natürlich irgendwie sehr oft irgendwie meine Dings ja entfernen, meine Seele. Boom. So. Du warst doch gerade betäubt, Mann. So, komm her. Deswegen Feuer anfällig, widerstandsfähig gegen Feuer. Ich spam jetzt einfach Erdangriffe. Oh. Magilo. Was probier mal. So, komm her, boom. Oh, sehr gut. Aber wir sind etwas Action in diesem Part, ne? Das ist auch was.
Komm her. Komm her. War das nicht treffen, verdammt. Boy. Hier sind einfach so stark und die wehren anderen ab. Gibt's doch einfach nicht. Ich krieg keine Mistgarten hin mit ihr. Aber wer, hör auf zu blocken, verdammt. So, das ist so blocken, ey. Eine Spinne. Das ist, wenn Gegner einfach nur blocken und dann war's das. Ich kann nichts dagegen machen. Ja, dann an. Da zieht ja auch nur eins ab. Das ist ja am allernervigsten. Boah, das ist mich. Oh ja. So, Mystiker Atem. Zieht halt wenig ab. Boah. Dann lade ich mich eben auf. Also, jetzt bist du betäubt, ist klar. Komm her. So, boah. Ich krieg die Stufe 2 Mystiker Atem einfach nicht hin. Oh, Magie, her damit. Magie, her damit. Magie, her damit. Oh. Hey, auf damit. Boom. Kriegen wir aber ein Viech. Ja, wir lachen. Kloppt dich mit Papier, was machst du jetzt? Ja, 90 Treffer, ich habe 90 Treffer. Ja, ich war gerade blocken. Also kontern. Konter, boom. Ja. Stört mich echt, dass man die zweiten Mystik hat so gut wie nie sieht. Ey. Ah, Konter, was machst du jetzt? Konter. Ja. Boom. Warum ist Mystik, Mystik, warte. Mystik hat, warum ist Velvet kaputt? So, komm. Boom. Sehen wir noch mal. Ja. Du bist gleich tot. Ich kann auch den Angriff. Komm her, ich block. Ich konter, ich greife an, du bist gleich tot. Und du bist tot. 474 Erfahrungspunkte, ehrlich. Zwei neue Sachen. Ah, die dafür haben einen guten Grund. Wenn auch vorhin Schwierigkeit, aber höher die Fähigkeit, eine zufällige Fertigkeit aus den Betäubungsdruck vom Gegner erhöht. Geil. ありがとう。聞いたぞよ。師匠に反抗して飛び出したそうじゃな。違う、そんなんじゃ。言わずともわかるぞよ。わしにも面倒な師匠がおったからの。師匠なぞ、勝手なことを言うしか能がない生き物じゃ。 争がしばかりしよって必死に努力しとる弟子の気持ちを知ろうともせん。うん、バルタ先生も私がここに来ようとした理由も聞かずにダメだって。いつもそう、芸がすべてで何を話しても踊りのことになっちゃうんだ。私はもっといろいろなことを話したいのに。そうじゃろ、そうじゃろ。 そんなクソじじいに自分を殺して付き合う必要なんてないのじゃぞ。
行く場所がなければマギルー技術団に入れてやってもよい。あるのかな、そういう生き方も。無事か、ルル。先生、どうしてここに。それはこっちのセリフだ。なぜこんな危険な場所に。Wusstest auch nicht, willst mich auf den Arm nehmen? この洞窟に薬草があるって聞いたんです。先生の後遺症に効く痛み止めの。お前、わしのために。若者が、お前の素晴らしい才能をそんなことで犠牲にしていいと思うのか。そんな言い方って。ルール、お前を最高の舞踏家にすることだけがわしが生きている意味なのだ。年寄りの身勝手だと分かっている。嫌ってくれていい。だがどうかその才能を無駄にしないでおくれ。お前の踊りはな、こんな時代にも明るさをもたらすかけがえのない宝物なのだ。先生。やいやいやい、黒い悪い安いでおなじみのマギルー技術団の前でとんだ三文芝居をするな。目障りじゃ、ピューッと立ち去れ。え、急になぜ。えい、お主らは場違いじゃと言っておるのじゃ。マギンプイ。これが正規の大魔法使いマギルー姉さんの実力じゃ。三流舞踏家の芸など相手にもならん。指定揃って恐れ入るがいい。恐れ入るもんですか。今の私じゃかなわないけど、先生が目指す舞踏はあんたの魔法にだって負けないわ。私はいつか理想の踊りにたどり着いてみせる。言うたな。ならばせいぜい師匠と共に精進するがよい。マギルー技術団はいつでも挑戦を受けるからの。マギルー、ありがとうございます。ああ、何のことじゃ。おもしやつあぐる。マジルーちゃんを導いてくれて。さてはって、導いたかどうか。ええ、あの視点がこの先どうなるかなんて誰にもわからないもんね。まったくの。死の力を潰されるか、己が限界に絶望するか。死が弟子を、弟子が死を見かけることだってあり得る。ヨシンバ・マジルーが死の理想を叶えたとしても、それが本当に幸せかどうか。マギルー、それはあなたの。ただの、自分を必要としてくれる者がいるなら、そやつと一緒にいたいと願ってしまうのが人情じゃろって。弱いわね、人間。けど、それが人間ですよ。そう。おっと、柄にもなくオチのない話をしてしまうたわ。熱でもあるんじゃない。たまにはいいでしょう。うむ、たまーにはな。姉さん、僕が特訓したネタはどうなるんでふか。もちろん用なしじゃ。ビーン。結局オチがついたわね。あ、ビンフォーズフォーラムライデン。ああ、nichts bekommen, aber für mit so einem Kostüm oder irgendwie sowas oder Farbvariation oder so gerechnet, aber nein.So, ich habe ein neues Damenteil bekommen. Purpurschleier. Feuerschaden reduziert um, ja. Warte mal. Gib mir das. Yay. Okay, jetzt können wir rausgehen. Ich glaube, im nächsten Mal können wir ja mal gucken, was hier noch so ist, ne? Ich würde sagen, ja, ne? Gut, dann wende ich den Part hier. Ich dachte, wir werden Speicherpunkt 9.Gehe ich gleich zum Speicher und Speicher und sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal, was hier drin noch so ist. Hier waren wir ja anscheinend noch nie drinne. Und ja, dann bedanke ich mich alle fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen würdet. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.